Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Elinsky! Und die Experten unter euch sehen natürlich sofort, was wir heute machen. Denn Ilina hat mich ja besiegt, ja, im Blockduell, letzte Episode. Also ich habe das PvP natürlich gerockt, aber das Battle davor hat Ilina gewonnen. Und jetzt gibt es die Revanche. Das heißt, wir müssen hier in verschiedenen Levels immer einen Block aussuchen, der nicht dazugehört. Das ist jetzt hier das Tutorial. Ist natürlich ziemlich einfach. Das ist natürlich der Steinblock, weil er keine Erde ist. Ja, das ist natürlich mega easy, Leute. Die nächsten werden aber schwieriger. Das war richtig, deswegen ist das grün. Auf zum nächsten Level! Whee! So, und zack. Hier ist auch der Tipp, genau. Bla, 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 bla. Wenn ihr mehr solche Blockrätsel haben möchtet, weil die sind mega im Hype aktuell, flankt ganz kräftig den Like-Button. Ja, und abonniert meinen Kanal. So, was haben wir hier? Diamanterz, Emeraldoerz, Golderz, Lapiserz. Eins davon ist falsch. Okay, ich weiß auch welches. Ja, ich auch. Okay, Gold! Ja, du auch? Okay, ja. Genau. Das ist ja nämlich der einzige Block, der nicht direkt droppt. Also quasi Emerald droppt ja direkt Smaragde, Diamant droppt direkt Diamanten, Lapis droppt direkt Lapis, aber Gold droppt nur Golderz und nicht Gold direkt. So, muss man in den Ofen packen, da wisst ihr ja Bescheid. Block Nummer 2, okay. Wir haben Diorit ist das, glaube ich, oder Andesit ist das, glaube ich. Hier haben wir Beton, ein Armor, also hier so ein Braustand und ein Dropper. Das ist schon schwieriger jetzt, okay, lass mich kurz überlegen. Ich logge ein. Ich habe sogar zwei Theorien, aber irgendwie sind, glaube ich, beide falsch. Meine erste Theorie war, dass man, wenn man den Dropper abbaut, droppt er ja die Inhalte. Ja, genauso wie der Braustand. Und wenn man den Ton abbaut, droppt er ja mehrere Tonkugeln. Oh. Ja, und aber Andesit droppt halt nur Andesit. Ja. Problem ist, aber das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. So, also, verstehst du? Deswegen habe ich umgedacht und dachte mir, die linken muss man alle mit einer Spitzhacke abbauen oder das beschleunigt das zumindest und rechts mit einer Schaufel. Deswegen, Ton mit einer Schaufel, ne? Ja. Okay, ja, deswegen, ich log Ton ein. Ich log den Braustand ein. Okay, dann log du mal ein zuerst. Kein richtiger Block. Das war aber mega gut auch gedacht, aber es ist ein Block eigentlich in Minecraft-Logik. Aber so, Leute, kann ich jetzt das 1:0 holen? Yeah! Aber das war auch gar nicht so blöd eigentlich, ey. Ich habe kurz Angst gehabt. So, genau. Level Nummer 3. Wir haben Erde, wir haben weiße Wolle, wir haben einen trockenen Schwamm oder nassen Schwamm. Ein Schwamm auf jeden Fall. Und wir haben TNT. Ich weiß, was ich einlogge. Weiß ich jetzt schon. Ich weiß es noch gar nicht. Okay, wartet. Ja. Also Gras kann man nicht craften, Wolle kann man nicht craften, einen Schwamm kann man nicht craften, TNT kann man craften, ich logge TNT ein. Du auch? Ich logge Wolle ein, genau, Wolle. Oh, okay. Weil alle drei haben denselben Sound, wenn man den abbaut. Oh, okay, log du mal zuerst ein. Nein! Herr, aber meine Erklärung war auch gar nicht so blöd. Ist meine Erklärung überhaupt richtig? Warte, müssen wir nachgucken, das steht ja hier. Genau, die Gras, alle gleich. TNT und Schwämme haben den gleichen Sound. Oh Mann, Leute, Ilina hat ausgeglichen. Ausgleich. Jetzt sind Monster da. Okay. Also der hier ist auf jeden Fall der neueste. Ich weiß, welchen ich einlogge, Ilina. Gar nicht lang darüber nachdenken, direkt bam, bam, bam. Ich logge den ertrunkenen Zombie ein, weil das quasi die anderen drei, ne, die leben ja ganz normal an der Oberfläche und der Zombie lebt im Wasser. Deswegen den. Oh, stimmt. Du? Aber ich dachte, ich nehme die Hexe, weil jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich dachte, das ist das einzige Mob, welcher nicht bei Nacht spawnt. Ist das nicht so? Dass die auch bei Tag irgendwie? Dann log mal Hexe ein, Ilina. Ich glaube, das ist falsch. Was? Oh mein Gott! Was? Als ob deine Theorie richtig war. Lass mal lesen. Oh Gott, yeah. Das war richtig. Nee, naja. Naja, es war nicht ganz richtig, ne? Aber. Was steht Hexen da? Verbrennen nicht am Tageslicht. Mann, aber meine Theorien sind eigentlich auch nicht so verkehrt. Okay, wir haben ein. Ja gut. Also ich denke mal, der meint jetzt den Milch, ne? Den Milcheimer. Dann haben wir eine Schalkerbox, eine Angel und eine Fackel. Oh Mann, Ilina führt, das darf ja wohl nicht wahr sein.
Also meine Idee war, dass das drei Items sind und die Schalkerbox ist ein Block. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob die Fackel nicht auch ein Block sein könnte, aber ich denke nein. Okay, ich lock Schalkerbox ein, Lina. Du? Ich auch. Okay. Nein, beide falsch. Okay, die Theorie war also nicht die gewünschte. Okay, jetzt haben wir nur noch drei übrig. Oh Mann, oh Backe, du. Okay, Ben, ich glaube, es ist der Milcheimer, weil das das einzige Item ist, was nicht animiert ist. Zum Beispiel die Schalkerbox bewegt sich, die Angel kann man auswerfen und hier bei der Fackel bewegt sich auch. Ja gut, aber den Eimer kann man leeren. Ist auch falsch. Mann. Leute, jetzt können wir ausgleichen. Ich hätte nämlich die Fackel gesagt, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte einfach geraten. Ich habe keine Ahnung, warum. Wow. Einfach geraten. Das war die. Was ist denn hier? Was war die Lösung? Fackeln sind die einzige Sache, die man stacken kann. Ich nicht drauf gekommen, ey. Nee, ich auch. Alter, okay. Klar, logisch. Okay. Wir haben den Stick, wir haben Schießpulver oder Schwarzpulver. Wir haben ein Emeraldo und ein Lapis. Okay, welches Item, sind ja alles Items, gehört nicht dazu? Ich würde sagen, Schwarzpulver, weil die anderen drei Sachen kann man aus Blöcken bekommen. Stöcke bekommt man aus dem toten Busch. Naja, ne, und Lapis und Smaragd ist ja klar. Du? Ich war mir nicht sicher. 50-50, entweder Schießpulver oder Emeraldo. Aber meine Begründung ist ziemlich doof. Und beides falsch. Ist einfach beides falsch, hey? Oh Mann. Ja, Mensch, ist ja blöd jetzt gelaufen, ey. Wollen wir Sudden Death machen? Ja, ich nehme Stick einfach, keine Ahnung. Ich wollte den Stick nehmen. Ja, dann nehme ich den Lapis mega. Was? Ehrlich? Okay. Recht. Geschieht dir recht, Alter. Was sind hier die Erklärungen, Leute? Lapis lässt... kann nicht von einem Mob gedroppt werden. Die Idee hatte ich auch. Ich war mir nicht sicher, ob ein Stick von einem Mob gedroppt werden kann. Da wusste ich nicht. Von Zombies, oder? Ja. Mann, ey. Okay. Wir haben Schweine, Kuh und Schaf und eine Pilzkuh. Mhm. Das Ding ist halt, wäre das jetzt das zweite gewesen, hätte ich die Pilzkuh genommen. Ja, aber jetzt ist es mittlerweile sowas von... Ich weiß, welches ich nehme. Aha. Ja, ich weiß es, Elina. Ich nehme das Schwein. Ich auch. Oh Mann. Weil das ist das Einzige, was man nicht rechtsklicken kann. Ja, yeah. Bei der Kuh kriegt man Milch, beim Schaf kriegt man Wolle und bei der Pilzkuh kriegt man eine Pilzsuppe. Juhu. Zack, okay, nächstes Level. So, wir haben eine Druckplatte, einen Zaun, eine Truhe und einen Knopf. Okay, die sind schon mal alle aus Holz, also das kann es ja nicht sein. Ach, Moment. Jetzt macht meine Begründung irgendwie doch keinen Sinn mehr. Müsste. Aber darf ich trotzdem einloggen? Ja, log ein. Ich dachte, weil das die einzige Sache ist, wo man Sachen draufstapeln kann, aber irgendwie... Kisten haben keine verschiedenen Varianten, je nach Holztyp. Ein Knopf, ein Zaun und eine Druckplatte aber schon. Okay. Meint ich ja. Yes, no. Das war ja jetzt ganz, ganz, ganz komisch, hä? Okay, Elina, da würde ich jetzt hier ganz genau gucken. Jetzt geht's hier um Essen. Wir haben das ist eine Kartoffel. Wir haben ein Steak, eine Hähnchenkeule, Steak-Dings da unten. Brot. Ich nehme das Brot. Ich nehme echt sowas jetzt? Das Brot. Ja. Oh. Jetzt darf ich aber nochmal. Das habe ich erraten. Ja. Ich nehme das hier. Ich habe keine Ahnung, warum das richtig ist. Ich habe eine Idee, warum es sein könnte. Warte, ohne zu gucken. Nämlich, wie viel Hunger ist regeneriert. Gleich viel, oder? Ist richtig? Genau. Vier Hunger. Wusste ich doch. Ha? Also jetzt im Nachhinein, nachdem ich geraten habe. Okay. Wir haben Obsidian, wir haben Stein, wir haben Bedrock und wir haben Endstein-Portal-Rahmen oder wie das Ding heißt. So, vier Blöcke haben wir. Welcher gehört nicht dazu? Naja, den rechts kann man halt nicht abbauen, während man die drei links schon abbauen kann. Das ist auf jeden Fall schon mal offensichtlich, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, ist falsch. Ja, moin. Ey, warum denn? Okay, Lina, du bist dran, ey. Dann. Falsch. Ja, moin. Oh, Mann. Ich nehme einfach den Cobblestone. Okay, dann mach. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Was ist aber richtig? Cobblestone ist nicht Teil eines Portals. Ja. Hä, aber Bedrock?
Ach ja, natürlich, vom Endportal, ne? Oh, ja, clever, hätte ich ja gar nicht dran gedacht. Okay, wir haben einen Repeater, einen Komparator, einen Lichtsensor und einen, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube, wie heißt denn? Observer-Block heißt der, glaube ich. Ja. So, die vier Blöcke haben wir. Die können alle aus und an sein. Also äußerlich, meine ich. Und ich glaube, also die haben verschiedene. Da, ne? Aber. Oh. Nee! Oh. Ah. Okay, du bist 50, wieder 50. Dran. Hä, aber was so ist es denn da? Gar keine Ahnung. Redstone-Signal geben alle. Ja, ist schwierig, ne? Viel Spaß, Selina. Verzögerung. Danke. Okay, ich mache Ene Mene Mistes. Auch nicht sein. Ene Mene Mistes. Rappelt in der Kiste. Ene Mene weg und du bist weg. Oh, du lacker. Okay. Was war's? Lass mal lesen. Der Repeater ist das Einzige, was kein Netherquarz in seinem Crafting-Rezept hat. Das wusste ich nicht mal. Ist das wirklich so? Ich habe die Dinger auch noch nie gecraftet. Crazy. Okay. Wir haben einen Barrier-Block. Ja. Wir haben einen Bedrock-Block. Wir haben eine Blaze. Und wir haben ein Ender-Auge. Naja, also craften kann es ja schon mal nicht sein. Ups. Weißes. Ja, ich würde sagen ganz rechts. Ich auch. Weil das ich ist auch. Das Einzige, was man craften kann von den vier Dingern. Yeah! Okay, das ist TNT. Das ist ein Villager, wie man ihn schlägt. Das ist ein Zombie, wie man ihn schlägt. Und das ist eine Spinne mit ihrem normalen Sound. Okay. Ja, dann nehme ich das. Nein, wie kann das falsch sein? Ey, das war das Einzige, was kein Lebewesen ist. Weil das könnte auch ein Creeper sein. Und das hier schlägt man, damit es Geräusche macht. Oh! Oh, Elina hat das schon wieder richtig. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Der Villager-Todessound kommt nicht von einem Mob. Ach, das war ein Creeper und kein TNT. Ja, ja. Oh, es hätte aber auch TNT sein können. Oh, ja. Okay, was haben wir hier? Slowfall, Regeneration, Langsamkeit, Unsichtbarkeit. Slow Falling? Oh, das hat bestimmt was mit den Brauarten zu tun, aber ich habe keine Das kann Ahnung. Sein, dass man da... Ja, das kann sein. Ja, dann den. Nein! Oh, Edina, hast du noch zwei zur Auswahl? Dann nehme ich den. Jawohl, Leute. Okay, was ist die Lösung? Guck mal, die dauert 3 Minuten an und die andere nur 1,5. Wir haben einen Amboss, eine Elytra, ein Schild, Krötenhelm und einen Kürbis. Was nimmst du? Ich nehme den Amboss. Achso, ruhig. Ja, das ist das Einzige, was man nämlich nicht tragen kann. Ja. So, jetzt haben wir einen Villager, Schildkröteneier, ein Setzling und ich selbst. Okay. Ja, gut, ne? Ich denke... Ich glaube, das bin ich. Ich auch, ehrlich gesagt. Log ein. Oh, ich meine, ich nicht. Ja, aber ich dachte, das ist der Einzige, was nicht wachsen kann. Es gibt ja, gibt es Baby-Villager? Nee, das ist 100% falsch. Oh. Okay, wir können aufholen. Wir können aufholen, müssen nur richtig liegen. Problem ist, ich habe keine Ahnung, was von beiden richtig ist. Bitte. Nein. Es ist wirklich der Setzling. Ja. Oh Mann, ey. Boah, weil die wahrscheinlich ihre Position nicht verändern. Nein, Zombies sind nicht daran interessiert und die anderen. Oh, ja, natürlich. Mist. Boah, das ist aber mega schwer. Okay, was haben wir hier? Ein Stamm, Holz, ein anderes Holz und eine Treppe. Nee, ich glaube das hier. Nein, oh Mann, das ist das einzige dann andere. Ich die Treppe. Ich wollte das nehmen, weil das ist das einzige andere Holz gewesen. Ey, was ist denn da die Lösung jetzt? Oh, wir sind fertig, Elina. Das Oak ist nicht einzigartig. Das war's. Elinski konnte sich wieder durchsetzen. Yes. Aber ganz, 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 ganz knapp, Elina. Glückwunsch. Danke. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Ja, flankt den Like-Button. Abonniert auch meinen Kanal direkt mal kostenlos. Würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Ne? Haut rein, euer Benson. Tschüss. Ciao.